Aber wie hat es so gerissen? Servus, grüß euch, viel haben wir uns gewünscht. Sonnenblick, Rauris, einmal raufgehen und heute erwischen wir es ganz gewaltig. Andi und ich sind ganz allein unterwegs, unberührte Gletscherlandschaft, auf dem hohen Sonnenblick in Rauris rauf. Da ist die höchste Wetterstation, Beobachtungsstation der Ostalpen, soweit ich das jetzt weiß, also wo geforscht wird zumindest da. Das ist direkt da oben das Observatorium, direkt am Gipfel. Und links davon ist das Zittelhaus am Sonnenblick. Und ja, wir sind mittlerweile am Gletscher. In dem Sinn, viel Spaß bei dieser wunderschönen und spektakulären Skitour. Jetzt sind wir schon beim Lenzanger. Oder erst, der Koffer ist gleich einmal 3,5 Kilometer oder so einer. Ja. Und da kannst du im Frühjahr dann starten. Aber wir sind ja fleißig und der eine ist motiviert und darum gehen wir alles zu Fuß. Da unten ist jetzt kaum sehr gut. Erste Steilstufen auch schon hinter uns. Da war es noch finster. Und ein Bombentag heute. Erste Sonnenstrahlen am Ritterkopf. Kleiner Schönheitsfehler, dem Material selber. Hinten ist jetzt ein Neubau, 2200 Meter ungefähr. Ist da auch ziemlich steil. Und jetzt können wir eigentlich landschaftlich der schönste Teil auf den Sonnenblick rauf. Da geht es jetzt da zuerst einmal gerade vier. Und dann so rechts auf den Bugel rauf. Und entweder kann man Kerzen gerade rauf oder man quert links auf den Gletscher raus. Gletscher ist die sicherere Variante. Kalte Zeit, wie man sieht. Aber wahnsinnig kalt heute. Und Haarscheißen brauchen wir auch schon. Bist du deppert. Da hinten hört es den steilen Hang raus, endlich in der Sonne. Zum Gehen ist es jetzt auch schon ein bisschen besser. Aber Haarscheißen brauchst du da fix, wie man sieht. Geh an, die Haarscheißen braucht man da. Haarscheißen braucht man schon, gell? Fast. Aber auch nur fast, weil es die samte Haarscheißen fast auf die Pappen hat. Also eigentlich braucht es eine neue Erfindung. Haarscheißen sind nicht das Steigeisen für Ski. Ich glaube, da kannst du echt Steigeisen aufmontieren. Gewaltige Stimmung gerade. Ja, und da ist so ein bisschen ein härterer Hang. Ein Skibergsteiger. Aus der Kategorie Abfahren mit Fellen und Haarscheißen.
Da staubt's Pulver. Ja, wir sind jetzt da am Gletscher herum. Der ist recht spaltenarm. Ein Schlüsselstück haben wir praktisch noch. Das ist direkt da vorne, so eine Steilstufe auf, ca. 35 Grad. Und je geht, ist das alles kein Problem mehr, weil dann geht es da rauf zum Zittelhaus. Da vorne die Goldbergspitzen, nach der ist die Gruppe benannt. Und da vorne unser Ziel. Super schön. Und da hinten kommen zwei Verfolger. Jetzt haben wir es überhaupt ein bisschen eilig da rauf, weil das lassen wir uns jetzt nicht nehmen, dass wir die Ersten sind, die oben sind. Das ist jetzt auch alles so schön angespurt. So, die letzten 100 Höhenmeter rauf, hinter uns die Goldbergspitzen. Da haben wir auf den Blick kommen, Glocknergruppen. Wahnsinn einfach. Heute ist ein Traum. Ja, und wir starten da den letzten Meter auf. Windiges Auerbergheil vom Zittelhaus herum. Zum Blick einfach ein Traum. Panorama seht ihr doch bei der Abfahrt. Weil wir machen uns abwärts ready. So nice. Let's try it und rufen wir aufs Beste. Jawohl. Ist der Bruch. Ja.
so schaut man aus, gell, nach so einer Tour. Das macht was für einen. Ja. Nach der Tour auf einen hohen Sonnenblick, rauerischer Sonnenblick vom, von der Bodenalm oder Bodenhaus heißt es da, gell? Bodenhaus, ja. Es war schon ein ziemlich langer Hatscher. Ja, hin und retour haben wir 27 Kilometer am Dach, ein bisschen was über 2000 Höhenmeter. Und wie man glaube ich auch im Video dann sieht, Abfahrt übers Gletschertor ist jetzt nicht so geil. Nein. Ich meine, es war spektakulär, aber empfehlenswert nicht. Sonst, wer nicht vom Bodenhaus mitklatschen will, der kann ab 8 shutteln. Shutteln dort die Sonnenblickbasis, kostet, ich glaube, in der Gruppe 7 Euro pro Kopf und Nase. Und sonst, wenn noch einer oder zwei sind, dann 20er pro Kopf und Nase. Geht aber erst ab 8 in der Früh. Genau. Und vom Sonnenblick sind es, glaube ich, 15 oder 1600 Höhenmeter. Von der Sonnenblickbasis. Da kommen sehr gut, sind so genau. 1600 oder sowas. Ja. Genau, von da halt 400 mehr. Und kalt ist, wenn du das im Hochwinter gehst. Und der Tag so kalt ist wie heute. Ja, wir haben heute minus 15 gehabt. Yep. Aber war richtig lässig, weil es war fast nichts los. Die Leute, die wir dann getroffen haben am Gipfel, voll cool drauf. Und skifahrerisch, der Schnee hat auch gut gepasst, eigentlich gell, im Großen und Ganzen. Schnee war voll geil. Hat cool gepasst. Ja. In dem Sinn, wenn ihr Fragen habt, unten einen Kommentar führt. Und ja, das war's. Der Franzi wieder repariert. Jetzt ich bin wieder repariert. Jetzt ist er nichts mehr müde, nichts mehr schlafen. Ich bin zwar schon müde und schlafen, aber ich weiß, ich schaffe da über 2000 Höhenmeter. Schaut zwar aus, wir waren ja bald 50 wir, aber es geht noch, Gott sei Dank. In dem Sinn, weil es geht, es wird wieder bald wieder was von uns sehen, gell? Yep. Bergheil, bleibt's geil. Habe die Ehre. Ciao.